Aber heutzutage ist es leider, sage ich mal, fast Alltag geworden, weil du liest jeden Tag irgendwelche Nachrichten und immer sterben Menschen, ob es in Aleppo ist oder ob es hier in Deutschland ist. Und am Eingang des Weihnachtsmarktes und in dem Augenblick. Und dann habe ich ein lautes Geräusch gehört und im Moment bin ich niedergeschlagen worden durch eine zusammenfallende Bude. Bin ich zu Boden gegangen, weil mich diese Bude halt umgehauen hat und dann habe ich im Nachhinein nur gesehen, dass ganz viele Menschen am Boden lagen, die sich nicht mehr bewegt haben. Ich weiß es nicht, also von Glück kann man reden, weil ich bin sonst fast jeden Abend da und heute auf einmal hatte ich Spätschicht und das ist schon Glück, oder? Ja, sehr großartig. Ja. Warum? Weil, naja, man weiß nicht mehr, ob man sich sicher fühlen soll in Berlin und ob es einen Grund gibt, sich noch sicher zu fühlen und ob man hier den Menschen, den Sicherheitsleuten überhaupt noch vertrauen kann. Also kann ich zumindest das nicht mehr.